Einige sagten, die Ente stamme aus Portugal, andere behaupten aus Spanien. Aus Spanien? Wieso Spanien? Wie auch immer. Man nannte sie jedenfalls die portugiesische. Sie legte Eier, wurde geschlachtet, gegrillt und angerichtet. Angerichtet? Das heißt, gebraten und so? Ja, so ist nun mal der Lebenslauf einer Ente. Selbst wenn sie eine portugiesische ist. Und die Enten, die aus ihren Eiern gekrochen waren, wurden natürlich auch die portugiesischen genannt. Portugiesische Enten? Also, ich weiß ja nicht, also ich habe noch nie was von portugiesischen... Naja, wie auch immer. Ja, aber... Schließlich und endlich war aber von der ganzen portugiesischen Entenfamilie nur noch eine einzige im Entenhof übrig. Ein Hof? Was denn für ein Hof? Ein Hof, zu dem übrigens auch Hühner Zutritt hatten. Ach ja? Und wo der Hahn... Ach, ein Hahn gab's auch. Ach so. Also dieser Hahn, wenn der auftrat... Ja, Moment, was heißt das denn jetzt schon wieder, wenn der auftrat? Dann trat er jedes Mal mit unendlichem Hochmut auf. Das gibt's ja wohl nicht. Und diesen Hahn konnte die portugiesische überhaupt nicht leiden. Er kränkt mich schon allein mit seinem furchtbaren Krähen, sagte die portugiesische. Eine Entschuldigung, es ist schließlich ein Hahn. Sicher, er sieht nicht schlecht aus. Das kann man nicht leugnen, wenn er auch kein Enterich ist. Ja, aber das kann man ihm nun wirklich nicht vorwerfen. Aber mäßigen sollte er sich. Mäßigen? Mäßigung ist eine Kunst, die von höherer Bildung zeugt. Wer sagt denn sowas? Der sollte sich mal ein Beispiel an den kleinen Singvögeln im Lindenbaum vom Nachbargarten nehmen. Ja, warum das denn? Wie lieblich sie singen. Na ja. Es liegt etwas so Rührendes in ihrem Gesang. Ach du lieber. So rührend. Wie. Ja, wie was? Portugal. Portugal? Der sollte sich mal ein Beispiel an den kleinen Singvögeln im Lindenbaum vom Nachbargarten nehmen. Ja, das habe ich ja nun verstanden. Wie lieblich sie singen. Ja, ich weiß. Es liegt etwas so Rührendes in ihrem Gesang. Oh nein, nicht schon wieder. So rührend. Ja, wie? Wie? Ja, wie? Ja, na? Wie? Ja, na? Portugal. Genau, Portugal. Ach, hätte ich nur solch einen kleinen Singvogel. Ich würde ihm glatt so etwas wie, ja, wie eine Mutter sein. Mutter? Die beste Mutter. Die beste Mutter, die man sich vorstellen kann. Lieb und gut, das liegt mir im Blut, in meinem Portugiesischen. Ja, eine Ente, die Mutter von einem... Es liegt etwas so Rührendes Nein, in ihrem Gesang. Nicht schon wieder. So rührend ja, wie... Ja, ich weiß, wie Portugal. Wie... Portugal. Wie... Ja, Portugal. Portugal. Ja, sag ich doch. Und gerade während sie so sprach, kam ein kleiner Singvogel kopfüber vom Dach herabgepurzelt. Echt? Also das ist ja so ein Zufall. Die Katze hatte ihn schon im Maul gehabt und ihm den einen Flügel zerbissen. Der Vogel war der Katze aber dennoch entwischt, konnte aber nicht mehr fliegen mit dem gebrochenen Flügel und war deshalb vom Dach hinunter in den Entenhof gefallen. Ja, und außer seinem Flügel... Das sieht der Katze ähnlich. Diesem Abschaum, sagte die Portugiesische. Dass das überhaupt erlaubt ist. Dass so ein Wesen auf den Dächern umherschleichen darf. Ich glaube nicht, dass sowas in Portugal möglich wäre. Was? Moment mal. Soll das heißen, dass in Portugal Katzen nicht aufs Dach dürfen, oder was? Naja, wie auch immer. Sie bedauerte den kleinen Singvogel und die anderen Enten, auch die nicht-portugiesischen, die bedauerten ihn auch. Lablab. Wie bitte? Lablab? Sie bedauerte den kleinen Singvogel und die anderen Enten, auch die nicht-portugiesischen, die bedauerten ihn auch. Die anderen, die waren auch dabei. Also als ich glaube nicht. Was? Dass sowas in Portugal möglich wäre. Das arme kleine Vögelchen, sagten sie. Die Enten. Und dann kam die eine und dann kam die andere. Die Enten oder wer? Wir gehören zwar nicht zur Gattung der Singvögel, sagten sie. Ja, aber wer denn? Die Enten? Aber wir haben dennoch eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem kleinen Vögelchen. Moment mal, Enten und Singvögel, die... Wenn wir das normalerweise nicht gerade an die große Glocke hängen. Ach. Wie auch immer, sagte die Portugiesische. Ich werde mich um ihn kümmern. Das ist meine portugiesische Pflicht. Und dann flatterte sie in den Wassertrog und planschte darin herum, sodass der kleine Singvogel in dem... Dass der kleine Singvogel was? Und dann flatterte sie in den Wassertrog und planschte darin herum. Ja, das weiß ich ja, aber was ist mit dem Singvogel? Sodass der kleine Singvogel in dem Guss, der über ihn hing... Über ihn hing? Über ihn
Was soll er über ihn hingehen? Ach so. Über ihn hingehen? Über den Vogel, der Wasserguss. Hinging? Ja, hinging. So dass der kleine Singvogel in dem Guss, der über ihn hinging, fast ertrunken wäre. Was denn? Von so ein bisschen geplatscht. Obwohl es durchaus gut gemeint war. Ja, eben, das kommt ja noch dazu. Das ist eine gute Tat, sagte die Portugiesische. Daran können sich die anderen ein Beispiel nehmen. Und haben die anderen denn das... Piep, sagte der kleine Vogel mit dem gebrochenen Flügel. Also als piepen konnte er noch, oder was? Es fiel ihm schwer, sich zu schütteln. Das ist ja wohl klar, mit einem gebrochenen Flügel sich schütteln. Aber er begriff sehr gut, wie das mit dem Bart gemeint war. Sie sind so rührend, Madame, sagte er. Madame, hat er gesagt. Das ist ja süß. Aber ehrlich gesagt, mir reicht's fürs Erste. Ein bisschen wasserscheu, der Kleine, was? Weißt du, mein kleiner Piepmatz, ich habe nie große Worte über meine Hilfsbereitschaft gemacht, sagte die Portugiesische. Aber das sind eben meine portugiesischen Wurzeln. Ich liebe eben alle meine Mitgeschöpfe. Alle? Die Katze natürlich ausgenommen. Eben. Sie hat zwei von meinen Kinderchen aufgefressen. Ach, tatsächlich? Und deswegen... Ach, deswegen? Wenn jemand hier im Hof dich versteht... Mich? So darf ich wohl sagen, dass ich es bin. Ach ja? Und diese Katze hat tatsächlich... Zwei von meinen Kinderchen aufgefressen. Ach, ja, ja, und... Und deswegen? Ja, klar. Deswegen... ist ja klar. Wenn jemand im Hof dich versteht, so darf ich wohl sagen... Dass ich es bin. Sicher, das ist schon klar. Ja. Oh, danke. Bitte. Ich danke Ihnen sehr. Keine Ursache, sagte der kleine Singvogel. Ach so, ja, klar, natürlich. Das habe ich jetzt falsch. Das ist doch selbstverständlich. Naja. Soll ich dich vielleicht noch ein wenig beplatschern? Was denn? Mich beplatschern? Ach nein, lassen Sie mich lieber trocken bleiben, bat der kleine Singvogel. Ach so, ja, stimmt ja. Oh, vergesse ich immer wieder, geht es mir um das kleine Vögelchen. Von mir aus, wer nicht will, der hat schon, sagte die Portugiesische. Ach übrigens, heute kommen angeblich noch ein paar Nachbarhühner zu Besuch. Zwei davon sollen chinesische Hühner sein. Chinesische? Chinesische. Eben, chinesisch heißt, also nicht chinesisch. Die Spitzenhüschen tragen, viel Bildung besitzen und importiert sind. Importiert? Ja, und von wem? Und tatsächlich, wenig später kamen die Nachbarhühner, einschließlich Hahn. Ach, der Hahn, der kam auch. Ach so. Er war heute ausgesprochen höflich und überhaupt nicht grob. Na also. Ja, ein Singvogel zu sein, das ist schon was, sagte er. Aus so einer kleinen Stimme so viel zu machen. Obwohl, wie soll ich es ausdrücken, etwas mehr... Lokomotive wäre nicht schlecht. Lokomotive? Was meint er denn mit Lokomotive? Damit jeder hört, dass du ein richtiger Mann bist. Ach so, ja klar, verstehe. Die beiden chinesischen Hühner waren ganz entzückt vom Anblick des Singvogels. Chinesisch, bitte, ja. Die beiden chinesischen Hühner waren ganz entzückt über den Anblick des... Über? Von? Die beiden chinesischen Hühner... Ja, war doch gut. Chi. Die beiden Chinesen... Ja, war doch richtig. Chi und dann weiter. Hallo? Na ja, selber hallo. Die beiden chinesischen Hühner waren ganz entzückt. Das ist jetzt... Die beiden chinesischen Hühner waren ganz entzückt vom Anblick des Singvogels. Mensch! Ja. Die beiden chinesischen Hühner waren ganz entzückt vom Anblick des Singvogels. Schönes Experiment. Experiment. Die beiden chinesischen Hühner waren ganz entzückt vom Anblick des Singvogels. Es geht doch. Ach, du lieben Himmel, ist der aber leidsinnig, gackerten die chinesischen Hühner begeistert und beugten sich zu dem kleinen Vogel hinunter. Vergessen Sie die Enten. Die Enten, selbst die portugiesische, gehören zu den Schwimmvögeln. Wilder gegen sind aus ganz anderem Holz. Der Enterich übrigens glaubte, der Singvogel sei ein Spatz. Moment mal, wo kommt denn jetzt überhaupt der Enterich auf einmal? Der war doch... Was heißt hier Singvogel? Ich kann keinen Unterschied erkennen, sagte er. Oh, Moment, da gibt's schon Unterschiede zwischen einem Spatz und... Und es ist auch einerlei.
Sowas wie der, das ist ein Spielzeug und wenn man es hat, so hat man es. Oh, jetzt geht's. Kümmer dich nicht um das, was er sagt, flüsterte die Portugiesische. Das sagt ihr einfach so, ja? Er ist ein Geschäftsmann. Geschäfte gehen ihm über alles. Geschäft. Selbst wenn, ja. So. Und jetzt sei mir nicht böse, aber ich muss mich ein wenig ausruhen und werde ein kleines Nickerchen machen, wenn es dir recht ist. Ah, dann gute Nacht, Marie. Sie legte sich in die Sonne und blinzelte mit dem einen Auge. Ich denke, sie macht ein Nickerchen. Sie lag so gut. Sie war so gut. Sie legte sich in die Sonne und blinzelte mit dem einen Auge. Ich denke, sie macht ein Nickerchen. Sie legte sich in die Sonne und blinzelte mit dem einen Auge. Na, ich denke, sie macht ein Nickerchen. Sie lag so gut. Sie war so gut. Und darum schlief sie auch so gut. Also doch, Nickerchen oder was? Der kleine Singvogel zupfte an seinem gebrochenen Flügel und legte sich dicht an seine Beschützerin. Oh Gott, wie niedlich. Die Sonne schien warm und schön und der kleine Vogel fühlte sich pudelwohl. Oh, die Kleine. Die Nachbarhühner gingen derweil umher und scharten. Ah, die machten also kein. Im Grunde genommen waren sie einzig und allein des Futters wegen gekommen. Aha. Und die Zeit verging wieder einmal. Plötzlich wurde etwas zum Naschen in den Entenhof geworfen. Es klatschte, sodass die Tiere erschraken und aufgeregt mit den Flügeln schlugen. Ja, und was war das? Was da? Die Portugiesische war aus ihrem Nickerchen erwacht, wälzte sich herum und trat dabei dem kleinen Singvogel auf den gebrochenen Flügel. Aua, Menno, das tut doch weh. Piep, sagte der. Sie treten sehr hart, Madame. Hat sie sich denn wenigstens dafür...